Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan mit einer Übertragung für Vatican Media. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Hörer, Hörerinnen, auch über unsere Partnersender EWTN, TVK, TV, Radio Horeb, Domradio.de, Radio Maria Familie und alle anderen Partner. Wir sind hier heute beim ersten Programmpunkt des Aufenthalts von Papst Franziskus in Belgien. Es ist die Begegnung mit Regierungsvertretern, Diplomaten und Vertretern der Zivilgesellschaft im Schloss Laeken. Zunächst wendet sich nun der König an seinen Gast aus Rom. Heiliger Vater, es ist eine große Freude, Sie hier bei uns begrüßen zu dürfen, fast 30 Jahre nach dem Besuch von Papst Johannes Paul II. Ihre vom heiligen Petrus geerbte apostolische Mission folgt der großen christlichen Tradition. Sie ist auch ein Spiegelbild Ihrer herausragenden Persönlichkeit. Sie sind sich der Leiden unserer. Ihre Worte, Ihre Gedanken und Ihre Taten bringen Hoffnung und Licht bis an die Grenzen der großen Menschheitsfamilie. Ihre jüngste Reise nach Südostasien zeigt dies sehr deutlich. Sie richten eine Botschaft des Lebens an die gesamte Menschheit, indem Sie die ärmsten Völker aufsuchen, die, die am weitesten entfernt sind, die, die am meisten vom Klimawandel und von vergessenen Kriegen betroffen sind. Wir stehen voll hinter Ihren Bemühungen, da nur Frieden, Entwicklung, Bildung, Fürsorge und soziale Gerechtigkeit ermöglicht. Heiliger Vater, Sie haben die unsägliche Tragödie des sexuellen Missbrauchs innerhalb der kirchlichen Institution unnachgiebig angeprangert. Sie haben konkret gehandelt, um diese abscheuliche Gewalt zu bekämpfen. Kinder wurden schrecklich verletzt und fürs Leben gezeichnet. Dasselbe gilt für Opfer von Zwangsadoptionen. Es hat so lange gedauert, bis ihre Schreie gehört und anerkannt wurden. Die Suche nach Wegen, um das Irreparable zu reparieren, hat so viel Zeit in Anspruch genommen. Wir kennen die Bemühungen der belgischen Kirche, in dieser Richtung zu arbeiten. Sie müssen entschlossen und unermüdlich fortgesetzt werden. Heiliger Vater, Ihr Leben und Handeln steht unter dem Zeichen der Selbsthingabe. Unermüdlich setzen Sie sich ein für unser gemeinsames Haus, die Erde, für die umfassende Entwicklung aller und jedes Einzelnen, für den Dialog zwischen philosophischen, geistigen und religiösen Auffassungen. Très Saint-Père, vous dénoncez. Heiliger Vater, Sie prangen zu Recht an, was Sie scharfsinnig einen dritten Weltkrieg in Stücken nennen. In Ihnen, Heiliger Vater, begrüßen wir einen Pilger, der eine universelle Botschaft des Friedens, der Versöhnung und der Gerechtigkeit mit sich bringt. Sie erinnern daran, dass jeder Mensch dazu berufen ist, zu lieben und geliebt zu werden. Diese humanistische und spirituelle Auffassung war immer die der Universitäten von Löwen, deren 600. Jahrestag wir feiern und die Sie zu uns bringen. Ich weiß, wie sehr sich die Studenten und ihre Dozenten freuen werden, Sie morgen und übermorgen zu treffen und Ihnen Ihre Sorgen anzuvertrauen. Die Mobilisierung für die großen Herausforderungen, die Sie zur Sprache bringen werden, passt zu den Grundwerten
passt zu den Grundwerten der Universitäten von Löwen. Heiliger Vater, das belgische Volk ist großzügig und gastfreundlich. Diese Eigenschaften kennzeichnen auch unsere sehr aktive Zivilgesellschaft, von der viele Vertreter hier anwesend sind. Diese Zivilgesellschaft trägt intensiv zum Kampf gegen Ungerechtigkeit und Ausgrenzung bei. Wie könnte man hier nicht die Persönlichkeit von Pater Damian erwähnen, der sein Leben für die am meisten Ausgegrenzten gab? Er ist auch heute noch ein Vorbild für uns alle. Heiliger Vater, wir wünschen Ihnen, dass Sie bei Ihrem Aufenthalt die Großzügigkeit der Belgier kennenlernen. Heiliger Vater, im Namen dieses großzügigen Volkes ist es mir eine Freude, Sie zu begrüßen. Das waren die Worte des belgischen Königs. Er hat seine Ansprache in allen drei offiziellen Landessprachen gehalten. Auf Französisch, Niederländisch und Deutsch. Und zum Schluss noch einige Worte auf Italienisch hinzugefügt, um Papst Franziskus ganz besonders herzlich zu begrüßen. Es erhebt sich nun der Premierminister Alexander De Croo. Er ist seit 2020 Regierungschef. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue en Belgique. Eure Majestät, Eure Heiligkeit und Damen und Herren, ich heiße Sie in Belgien willkommen. Seit dem letzten Besuch des Oberhaupts der katholischen Kirche in unserem Land sind 30 Jahre vergangen. Sein Einsatz für den Frieden und das gegenseitige Verständnis zwischen den verschiedenen Kulturen wird einhellig gewürdigt. Unsere Gesellschaft gründet sich auf den Respekt und den Dialog zwischen den verschiedenen Gemeinschaften. In dieser Zeit der Geschichte, in der die Distanz zwischen den Gemeinschaften zu überwiegen scheint, erkennen wir an, dass dem Dialog eine grundlegende und unverzichtbare Rolle zukommt. Es liegt in unserer Verantwortung, unseren Bürgern eine Zukunft zu bieten, die nicht auf Angst und Misstrauen, sondern auf Solidarität und gegenseitigem Respekt beruht. In der absoluten Überzeugung von der Vorrangstellung dieser universellen Werte stellt sich Belgien seiner Verantwortung. Unser Handeln zielt darauf ab, eine Weltordnung aufzubauen, die auf den Menschenrechten und Gerechtigkeit beruht. Der Krieg in der Ukraine erinnert uns an eine harte Realität. Frieden ist nie vollständig erreicht. Und die Handwerker des Friedens müssen mehr denn je Entschlossenheit zeigen. Belgien unterstützt das ukrainische Volk und geht seinen Weg mit Überzeugung an seiner Seite. Und wir werden sein Streben nach Frieden und Sicherheit weiterhin ermutigen und fördern. Der Konflikt im Nahen Osten veranschaulicht gut die Folgen einer Selbstverteidigung, die gegen das Völkerrecht verstößt. Es gilt nur das Recht des Stärkeren. Es gibt einen Ausweg, aber er führt unweigerlich über die Freilassung der Geiseln und die Rückkehr der Bevölkerung von Gaza zu menschenwürdigen Lebensbedingungen. Krieg ist immer eine Niederlage für die Menschheit. Eure Heiligkeit. Belgien hat sich seit dem Besuch Ihres Vorgängers radikal verändert. Über mehrere Jahrzehnte hat sich die Spiritualität vieler Belgier allmählich verändert. Verschiedene Religionsgemeinschaften leben friedlich zusammen, Seite an Seite in unserer säkularisierten Gesellschaft. Die Kirche hat ihren Platz in unserer Geschichte und unseren Bräuchen, in unseren Feiertagen und in unserer Kultur. Der Glaube gibt so vielen Menschen Halt. Aber wir können die schmerzhaften Wunden,
die in der katholischen Gemeinschaft und in der Zivilgesellschaft bestehen, nicht ignorieren. Die zahlreichen Fälle von sexuellem Missbrauch und Zwangsadoptionen haben das Vertrauen untergraben. Sie setzen sich für ein faires und gerechtes Vorgehen ein. Aber es ist noch ein langer Weg zu gehen. Die kirchlichen Amtsträger arbeiten mit Überzeugung und Nächstenliebe. Aber wenn etwas schiefläuft, kann eine Vertuschung nicht akzeptiert werden. Sie schadet der wertvollen Arbeit, die von allen geleistet wird. Und deshalb reichen Worte heute nicht mehr alleine aus. Konkrete Schritte sind auch notwendig. Die Opfer müssen gehört werden. Sie müssen einen zentralen Platz einnehmen. Sie haben ein Recht auf die Wahrheit. Ungerechtigkeiten müssen anerkannt werden. Es muss Gerechtigkeit herrschen. Dies ist nicht nur eine moralische Verpflichtung, sondern auch ein grundlegender Schritt dazu, um Vertrauen wiederzugewinnen. Die Menschenwürde steht im Vordergrund, nicht die Interessen der Institution. Um in die Zukunft blicken zu können, muss die Kirche ihre Vergangenheit klären. Eure Heiligkeit, viele der Gläubigen erwarten ihr Kommen mit großer Erwartung. Ihr Besuch kann dazu anregen, Brücken zu bauen und kann die Regionen in ihrem Suchen nach Einheit ermutigen. Die Belgier laden Sie ein, über die Herausforderungen der modernen Gesellschaft nachzudenken. Ich hoffe, dass Ihr willkommener Besuch in unserem Land ein neues Bewusstsein schaffen wird. Ich danke Ihnen. Das war der belgische Premierminister Alexander De Croo. In seiner Ansprache hat man gemerkt, wie tief die Wunden sind, die der Missbrauchsskandal in der belgischen Gesellschaft geschlagen hat. Papst Franziskus bereitet sich nun vor, seine Ansprache zu halten. So, ein paar technische. Vostra Maestà, Signor Primo Ministro, Fratelli Vescovi, Eure Majestäten, Herr Premierminister, Brüder im Bischofsamt, verehrte Autoritäten, meine Damen und Herren. Ringrazio Vostra Maestà per la cordiale accoglienza e per il cortese indirizzo di saluto. Ich danke Eurer Majestät für den herzlichen Empfang und die freundlichen Grußworte. Ich freue mich sehr, Belgien zu besuchen. Wenn man an dieses Land denkt, kommt einem zugleich Kleines und Großes in den Sinn. Ein westliches und zugleich zentral gelegenes Land, so als ob es das schlagende Herz eines riesigen Organismus wäre. In effetti, le proporzioni e l'ordine delle grandezze ingannano. In der Tat sind die Proportionen und die Größenordnung trügerisch. Belgien ist kein sehr großer Staat, aber seine besondere Geschichte hat unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs dazu geführt, dass die müden und erschöpften Völker Europas, die sich auf einen ernsthaften Weg der Befriedung, der Zusammenarbeit und der Integration begaben, Belgien als natürlichen Sitz der wichtigsten europäischen Institutionen angesehen haben. Da es an der Trennlinie zwischen der germanischen und der romanischen Welt liegt, indem es an Frankreich und Deutschland angrenzt, welche die dem Konflikt zugrunde liegenden nationalistischen Gegensätze am deutlichsten verkörpert hatten, erscheint
erscheint es als idealer Ort, beinahe wie eine Synthese Europas, von der aus man den materiellen, moralischen und geistigen Wiederaufbau beginnen konnte. Man könnte sagen, dass Belgien eine Brücke ist zwischen dem Kontinent und den britischen Inseln, zwischen dem germanischen und dem frankophonen Sprachraum, zwischen dem Süden und dem Norden Europas. Eine Brücke, die es ermöglicht, dass sich Eintracht verbreitet und die Streitigkeiten zurückgehen. Eine Brücke, auf der ein jeder mit seiner Sprache, seiner Denkweise und seinen Überzeugungen den anderen begegnet und das Wort, den Dialog und den Austausch als Mittel wählt, um miteinander in Beziehung zu treten. Ein Ort, an dem man lernt, die eigene Identität nicht zu einem Götzen oder zu einer Barriere zu machen, sondern zu einem gastfreundlichen Raum, von dem aus man aufbricht und zu dem man zurückkehrt, wo wertvolle Begegnungen gefördert werden, wo gemeinsam nach neuem Ausgleich gesucht wird und wo man zu neuen Schlussfolgerungen gelangt. Belgien ist eine Brücke, die den Handel fördert, die Kulturen miteinander in Austausch bringt und zum Dialog führt. Eine Brücke also, die unverzichtbar ist, um Frieden zu schaffen und Krieg zu vermeiden. Man versteht also gut, wie groß das kleine Belgien ist. Man begreift, warum Europa seiner bedarf, um sich an seine Geschichte zu erinnern, mit ihren Völkern und Kulturen, ihren Kathedralen, Universitäten und Errungenschaften des menschlichen Geistes, aber auch mit vielen Kriegen und einem Herrschaftswillen, der bisweilen in Kolonialismus und Ausbeutung mündete. Europa braucht Belgien, um auf dem Weg des Friedens und der Geschwisterlichkeit unter den Völkern weiterzugehen. Dieses Land erinnert alle anderen daran, dass man die Büchse der Pandora öffnet, dass alle Winde heftig zu wehen beginnen und das Haus erschüttern und zu zerstören drohen, wenn man unter den verschiedenen und unhaltbaren Vorwänden beginnt, Grenzen und Verträge nicht mehr zu respektieren und es den Waffen überlässt, Recht zu schaffen und das geltende Recht umzustoßen. In diesem historischen Moment glaube ich, dass Belgien eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Wir sind sehr nah einem Krieg, praktisch weltweit. Die Eintracht und der Frieden sind nämlich keine Errungenschaft, die man ein für alle Mal erlangt, sondern eine beständige Aufgabe und Mission. Eintracht und Frieden sind eine Aufgabe und eine Mission, die es mit Beharrlichkeit und Geduld zu hegen und zu pflegen gilt. Denn wenn der Mensch aufhört, sich an das Vergangene zu erinnern, und daraus zu lernen, besitzt er die beunruhigende Fähigkeit, erneut zu fallen, auch nachdem er sich endlich wieder aufgerichtet hat, und das Leid und den entsetzlichen Preis zu vergessen, den vorangegangene Generationen bezahlt haben. Was das betrifft, funktioniert unser Gedächtnis nicht. Das ist sehr merkwürdig. Das sind einige in der Gesellschaft. Die uns immer wieder über dieselben Hindernisse stolpern lassen. Und in diesem Sinn ist Belgien für das Gedächtnis des europäischen Kontinents wertvoller denn je. Dieses liefert nämlich unwiderlegbare Argumente für die Entwicklung eines beständigen und prompten kulturellen, sozialen und politischen Handelns
das sowohl mutig als auch umsichtig ist und eine Zukunft ausschließt, in der das Konzept und die Praxis des Krieges wieder zu einer wählbaren Option werden, mit katastrophalen Folgen. Die Geschichte, wir wissen es, die Magistra Vitae, die Lehrerin des Lebens, die allzu oft kein Gehör findet, ruft Europa von Belgien aus dazu auf, wieder seinen Weg aufzunehmen, sein wahres Gesicht wieder zu entdecken, neu in die Zukunft zu investieren, indem es sich dem Leben und der Hoffnung öffnet, um den demografischen Winter und die Hölle des Krieges zu besiegen. Die Hölle des Krieges, die sehen wir gerade, der in einen Weltkrieg ausarten kann, und den demografischen Winter. Da müssen wir sehr praktisch denken und Kinder machen. Kinder auf die Welt bringen. Die katholische Kirche möchte durch das Zeugnis ihres Glaubens an Christus, den Auferstandenen, den Einzelnen, den Familien, den Gesellschaften und den Nationen eine uralte und immer neue Hoffnung schenken. Sie möchte allen helfen, sich den Herausforderungen und Prüfungen zu stellen, ohne leichtfertigen Enthusiasmus oder düsteren Pessimismus, aber mit der Gewissheit, dass der von Gott geliebte Mensch eine ewige Berufung zum Frieden und zum Guten hat und nicht dazu bestimmt ist, sich aufzulösen und im Nichts zu enden. Den Blick fest auf Christus gerichtet, erkennt sich die Kirche stets als Jüngerin, die mit Ehrfurcht und Zittern ihrem Herrn nachfolgt. Sie weiß darum, dass sie als von ihm begründete heilig ist und zugleich schwach und fehlerhaft in ihren Gliedern. Und dass sie der ihr anvertrauten Aufgabe, die sie stets übersteigt, niemals vollständig gewachsen ist. Sie verkündet eine Botschaft, die die Herzen mit Freude erfüllen kann. Und sie versucht mit Werken der Liebe und zahllosen Zeugnissen der Nächstenliebe konkrete Zeichen und Beweise für jene Liebe zu geben, die sie bewegt. Sie lebt allerdings in den konkreten Kulturen und Denkweisen einer bestimmten Zeit, zu deren Formung sie beiträgt und die sie manchmal in einem gewissen Sinne auch erleidet. Und nicht immer versteht und lebt sie die Botschaft des Evangeliums in ihrer Reinheit und Vollständigkeit. Die Kirche ist Sünderin, sie ist heilig und sie ist Sünderin. In dieser immerwährenden Koexistenz von Licht und Schatten, diese Koexistenz von Licht und Schatten lebt die Kirche. Oft mit beachtlicher Großzügigkeit und wunderbarer Hingabe. Manchmal aber kommt es leider auch zu schmerzhaften Gegenzeugnissen. Ich denke dabei an die dramatischen Ereignisse des Kindesmissbrauchs, einer Geißel, gegen die Kirche mit Entschiedenheit und Entschlossenheit vorgeht, indem sie den Leidtragenden zuhört und sie begleitet und in der ganzen Welt umfassende Präventionsprogramme realisiert. Brüder und Schwestern, das ist eine Schande. Eine Schande, die wir heute alle in die Hand nehmen müssen und Vergebung bitten müssen und das Problem lösen müssen, diese Schande des Missbrauchs an Minderjährigen. Wir denken al tempo dei santi innocenti e diciamo, oh, che tragedia. Wir denken an heilige
unschuldige Heilige und denken, oh, die Armen, was haben sie denn getan? Aber heute in dieser Kirche, in der Kirche selbst, gibt es dieses Verbrechen und die Kirche muss sich schämen und um Vergeben bitten und zu versuchen, diese Situation mit christlicher Demut zu lösen und alle Möglichkeiten einzurichten, damit das nicht mehr passiert. Manche sagen mir vielleicht, aber eure Heiligkeit, aber denken Sie mal dran, dass der Statistik zufolge die Großteil der Missbräuche in der Familie, in der Schule oder beim Sport geschieht, aber einer allein reicht dafür aus, sich schämen zu müssen. Die anderen sollen in ihrem eigenen Haus aufräumen, aber das ist unsere Schande und unsere Demütigung. Ein einziger Fall. Und was das betrifft, bin ich auch von einem anderen Phänomen bedrückt worden. Die Zwangsadoptionen, die auch hier in Belgien in den 50er bis 70er Jahren stattgefunden haben, sie machen mich sehr traurig. In diesen schwierigen Geschichten vermischte sich die bittere Folge einer Straftat, eines Verbrechens mit dem, was leider das Ergebnis einer Geisteshaltung war, die in allen Gesellschaftsschichten verbreitet war. Und zwar so, dass diejenigen, die in diesem Sinn handelten, guten Gewissens glaubten, zum Wohl des Kindes wie auch der Mutter zu handeln. Um das negative Stigma zu beseitigen, das die unverheiratete Mutter in jenen Tagen leider traf, waren die Familie und andere gesellschaftliche Akteure, einschließlich der Kirche, oft der Meinung, dass es zum Wohl von Mutter und Kind besser sei, das Kind würde zur Adoption freigegeben. Es gab sogar Fälle, in denen manchen Frauen gar nicht die Wahl gelassen wurde, das Kind zu behalten oder es zur Adoption freizugeben. Und das geschieht heute in einigen Kulturen, in einigen Ländern. Als Nachfolger des Apostels Petrus bitte ich den Herrn, dass die Kirche stets in ihrem Inneren die Kraft findet, Klarheit zu schaffen und sich nicht der vorherrschenden Kultur anzupassen, auch wenn diese Kultur auf manipulative Weise dazu Werte bemüht, die aus dem Evangelium abgeleitet sind, um daraus jedoch unangemessene Schlüsse zu ziehen, die in schwerwiegender Weise zu Leid und Ausgrenzung führen. Ich bete, dass die Regierenden der Nationen auf Belgien und seine Geschichte blicken und davon lernen, so dass sie ihren Völkern endloses Unheil und zahllose Trauerfälle ersparen. Ich bete, dass die Regierenden die Verantwortung, das Risiko und die Ehre des Friedens auf sich nehmen und dass sie die Gefahr, die Schande und die Absurdität des Krieges abwehren können. Ich bete, dass sie das Urteil des Gewissens, der Geschichte und Gottes fürchten und ihren Blick und ihre Herzen bekehren und stets das Gemeinwohl an die erste Stelle setzen. In diesem Moment, in dem die Wirtschaft sich stark entwickelt hat, möchte ich unterstreichen, dass in einigen Ländern die Investitionen, die am gewinnträchtigsten sind, die der Waffenherstellung sind, die mit der Waffenherstellung zusammenhängen. Majestät, meine Damen und Herren, der Leitsatz meines Besuchs in Ihrem Land lautet: En route avec Espérance. Es bringt mich zum Nachdenken, dass Espérance groß geschrieben wird. Das sagt mir, dass die Hoffnung nicht etwas ist, das man während der Reise einfach im Rucksack trägt. Die Hoffnung ist ein Geschenk Gottes, vielleicht auch ein sehr demütiges, aber die nie enttäuscht.
Nein, die Hoffnung ist ein Geschenk Gottes und man trägt sie im Herzen. Und so möchte ich Ihnen und allen Männern und Frauen, die in Belgien leben, diesen Wunsch mitgeben. Möge es Ihnen beschieden sein, stets dieses Geschenk des Heiligen Geistes zu erbitten und empfangen zu können, die Hoffnung, um gemeinsam und mit Hoffnung auf dem Weg des Lebens und der Geschichte voranzuschreiten. Danke. Das war die Ansprache von Papst Franziskus hier in Belgien, seiner ersten öffentlichen Ansprache. Er hat ganz besonders auch spontan eingefügt die Geißel des Missbrauchs hervorgehoben. Jeder Fall ist ein Fall zu viel und es muss alles dafür getan werden, aufzuarbeiten und vor allem neue Fälle zu verhindern. Er ist dann auch noch mal auf das Motto seines Besuchs hier eingegangen, unterwegs mit Hoffnung, mit der Hoffnung, die nie enttäuscht, die er allen Belgiern wünscht. Und er hat daran erinnert, dass Belgien für Europa zentral ist, mit seiner Geschichte, mit seiner Erinnerung, die es birgt und mit dem Beispiel, hier ganz unterschiedliche Strömungen auch zusammenzubringen. Bevor er hier eingetroffen ist, hat er auch schon ein persönliches Gespräch mit dem König geführt. Damit sind wir auch schon am Ende unserer Live-Übertragung angekommen. Aber natürlich finden Sie den Wortlaut der Papstansprache sowie den zusammenfassenden Beitrag auch in Kürze auf unserer Webseite. Dort können Sie sich auch über das weitere Programm des Papstbesuches hier informieren, der noch bis Sonntag geht und dann mit einer großen Messe enden wird. Am Sonntag wird er dann wieder im Vatikan zurückerwartet. Und damit danke ich Ihnen, dass Sie dabei waren hier bei dieser Live-Übertragung von Radio Vatikan für Vatican Media. Ich grüße herzlich unsere Partnersender EWTN TV, KTV, Radio Horeb, Domradio.de, die Radio Maria Familie und alle anderen Partner. Am Mikrofon war Christine Seuss. Sie hören Radio Vatikan, Laudetur Jesus Christus.